Während sich in Russland zurzeit alles um die WM 2018 dreht, wurde der kolumbianische Popsänger Maluma in seinem Hotel in Saransk dreist beklaut. Das Hotelpersonal habe einem Unbekannten mit einem kleinen Trick Zugang zu Zimmer und Beute ermöglicht. Moskau: Dem kolumbianischen Popsänger Maluma sind in Moskau am Rande der Fußball-Weltmeisterschaft Diamanten im Wert von 50 Millionen Rubel, rund 680.000 Euro, gestohlen worden. Ein Unbekannter habe sich als Freund des 24 Jahre alten Musikers ausgegeben und sei mit einem Zweitschlüssel in dessen Hotelzimmer eingedrungen, meldete die Agentur Interfax am Dienstag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Dort habe der Täter zudem einen Luxuskoffer sowie teure Uhren entwendet. Die Fahndung nach dem Dieb laufe auf Hochtouren. Maluma, der bürgerlich Juan Luis Londono Arias heißt, hatte auf sozialen Medien Bilder seiner Russlandreise verbreitet. Am Dienstag landete er im WM-Spielort Saransk, wo Kolumbien gegen Japan spielte. Vor wenigen Tagen hatte der Sänger beim Training der mexikanischen Nationalmannschaft mitgekickt. Zu dem Diebstahl äußerte er sich zunächst nicht.